Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zur nun fünften Etappe der Tour de France in Pro Cycling Manager 2022. Und wir haben eine Kopfsteinpflaster-Etappe. Die wurde jetzt dieses Jahr wieder eingeführt. Und es wird auf jeden Fall herausfordernd. Wir hatten ja also schon relativ spannende Etappen hinter uns mit Windkanten und allem drum und dran. Ich finde das übrigens, also bisher ein richtig nasse Strecken, die sind jetzt schon. Wir waren noch nicht einmal irgendwie in den Bergen. Ja, also wir werden kaum für eine gute Etappenwertung gehen können. Pollitt und Van Poppel haben beide einen 76er-Wert. Ist okay. Aber reicht nicht unbedingt, um irgendwas zu gewinnen. Und andererseits stehen wir gerade mit Vlasov ziemlich gut schon in der Gesamtwertung. Und deswegen werde ich eher versuchen, einfach alles auf die Karte Vlasov zu setzen und ihn möglichst ja, gut und heile durch diese Etappe zu bringen. Und damit geht es auf in die fünfte Etappe. Auf das Kopfsteinpflaster. Wir starten in Lille und haben kein Trikot mehr, oder? Genau. Aber wir sind relativ gut positioniert, vor allem hier mit Vlasov in der Gesamtwertung. Ja, deswegen, ich bin excited und wir werden einfach alles geben, dass wir heute vorne mit dabei bleiben. Vlasov minus 1, aber naja, einfach nicht unbedingt gut, aber naja, was soll ich sagen, ne? Wir haben Roglic mit einem 69er-Wert, das ist ein Stückchen besser. Ist Pogacar, ja, Pogacar ist auch hier, hat halt einen 75er-Wert. Der hat auch in echt sich so ein bisschen rangewagt in das Kopfsteinpflaster. In dieser Saison. Und natürlich hier. Ja, das sieht auch deutlich, deutlich stärker aus. Als zum Beispiel Vlasov oder Roglic. Wir werden. Ich hätte eigentlich vor, Kemna zu nehmen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt eher Konrad. In der heutigen Form. Ja. Ich glaube, ich nehme Konrad für den Anfang, bis es eben zum Kopfsteinpflaster geht, auf jeden Fall. Und werde dann Mallen erstmal bei Bennett lassen, damit wir hier vielleicht den Zwischensprint holen können. Beziehungsweise halt eben ein paar Punkte holen können. Ich könnte actually dieses Mal in eine Ausreißergruppe gehen, theoretically. Praktisch gesehen sehe ich es aber auch heute wieder nicht. Nee. Nee, sehe ich nicht. Aber vielleicht halt Meilen wäre noch der es am ehesten machen würde, aber ich glaube, da gehe ich heute eher für die passivere Variante. Versuche eher mit Meilen hier nochmal ein bisschen dem Team zu helfen. Genau. So sieht's aus. Wir haben gerade zwei Ausreißergruppen, die werden aber wahrscheinlich gleich zusammenfahren. Dann haben wir 12 Ausreißer. Wir sind auf jeden Fall hier vorne mit dabei. Gut positioniert. Die Ausreißer werden fahren gelassen. Und ich möchte jetzt mal eben kurz reinschauen, wie wir hier vorne haben. Uppala. Ui, uiuiui. Jack Bauer. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar mit einem ordentlichen Kopfsteinpflasterwert. Bodner. Okay. Nasen, keine Ahnung. Bin ich mir nicht mal sicher. Impey und Fedorov unseren. Polkadot, Jersey Träger. Großverkehr die Nachwehr bereits an. Okay, alles klar. Ja, könnte tatsächlich vielleicht heute jemand theoretisch aus der Ausreißergruppe gewinnen. Ich meine, das sind 12 Leute, da waren ein paar gute Werte mit dabei. Es sind aber auch noch gerade 111 Kilometer, also insofern noch alles offen. Aber wie gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Dafür wird hier aber, ja doch, jetzt wird schon nachgeführt. Das kann man schon sagen. Wir sind bei 5,8 Kilometer vor dem Sprint. Das heißt, ich gucke mir nochmal eben an, ob das hier alles so passt. Ich werde mir angucken, wer hier noch vorne mit dabei ist. Das hier gerade noch ganz entspannt aus. Sagan. Wie viel der Platz ist er? 10. immerhin. Nicht schlecht. Ja, leider ein bisschen abgebaut. Sehr, 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 sehr schade, finde ich. Aber gut. Ist mir egal, ich werde Jüns Hinterrad versuchen zu folgen. Auch wenn das wahrscheinlich eine mit am umkämpftesten sein wird. Sagan hat es sich versucht aufzuschnappen, hat natürlich in echter wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen als Bennett, wobei auch Bennett einen guten Körpereinsatz hat, glaube ich. Und es
geht los mit dem Sprint und ich bin natürlich wieder ganz behind. Versuche jetzt hier nochmal irgendwie so umzuziehen. Rechtsaußen, ich hätte vielleicht eher linksaußen gehen müssen. War jetzt auch wieder nicht krass. Aber immerhin, wir sind weiterhin auf Platz 2 der Punktewertung. Okay, und wir haben einen Sturz hinter uns, gerade eben erst geschehen. Kemmler ist gestürzt. Wie soll ich das sagen? Ich finde es natürlich schade, dass Kemmler gestürzt ist, aber es hätte es deutlich schlimmer treffen können. Und ich würde sagen, Kemmler ist okay. In dem Falle. Wenn er heute auch Zeit verliert, ich meine, da kann er in den Bergen vielleicht mal einen Ausreißer-Move bringen oder so. Von daher, also muss ich ehrlich sagen, gerade gar nicht so kritisch für uns. Aber scheint auch gar nicht so das Problem zu sein. Und ansonsten sind wir relativ unbeschadet rübergekommen. Allerdings sind hier schon einige hinten dran. Fast ja in der Hälfte durch, kann man schon sagen. Das Hauptfeld. Vlasov jetzt aber auch schon ein ganzes Stückchen an Energie verloren, an gelben Balken. Überraschenderweise. Ich meine, das war bisher ja noch nichts. Wenn man sich mal anguckt, was da noch kommt. Ich hoffe echt sehr, dass Vlasov heute diese Etappe gut übersteht. Gleich sollte. Oh, wer ist denn da hier alleine? Okay. Interessanter Angriff. Hier an der Stelle, ich weiß nicht. Sehe ich jetzt nicht so als den smarten Move an, muss ich ehrlich sagen. Hat lässt sich ein bisschen zurückfallen, keine Ahnung. Wie gesagt, Kemna ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, was der macht. Wir sind auch über die zweite Kopfsteinpflasterpassage relativ gut rübergekommen. Gleich vielleicht mal Konrad auswechseln und einen etwas stärkeren Helfer einsetzen. Ich glaube, hier nach dieser Passage ist es vielleicht dran. Oh, Brandon McNulty hat ein Loch im Reifen. Oder, ja, der kann halt noch ein bisschen. Also, wieso sollte ich es nicht ausnutzen, ist die Frage, ne? Bei zwei kommenden Kopfsteinpflaster-Passagen schon wahrscheinlich. Ja, heavy werden. Aber. Nee, ich will sicher gehen. Ich will lieber sicher gehen. Und nehme deswegen. Ich glaube, Ryan Mullen ist dann derjenige, den ich da sehe. Der Vlasov beschützen kann. Vlasov 76 gehe ich jetzt mal. Macht wahrscheinlich nicht so den Unterschied, actually, aber fühlt sich irgendwie gerade ein bisschen sicherer an. Das Ding ist halt auch hier bei diesen Straßen, die sind auch noch ziemlich dünn und das ist halt auch noch so ein Faktor, den man durchaus mitbedenken kann. Wie man hier auch zum Beispiel sieht, Mullen gerät hinter Vlasov. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht. Aber gut. Van Hooydonk fällt zurück, ist jetzt auch nicht so die relevante Info für mich. At this point. Ansonsten sieht es gerade ganz gut aus. Also Mullen ist schon wieder hinter Vlasov gewesen und Vlasov hat seine Struggles. Aber die Passage ist jetzt auch gleich vorbei. 78 gehe ich jetzt gerade mal. Da haben wir gleich nochmal eine ziemlich lange Passage. Dann nochmal. Also, da kommt noch ein bisschen was, aber ich habe auch schon einiges jetzt hinter mir. Und bin in einer Gruppe mit gerade mal 64 Fahrern. Das ist schon mal nicht so schlecht, würde ich behaupten. Konrad. Vielleicht gleich Wasser holen, maybe? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das machen müssen. Vielleicht sollte ich es hier noch diese Passage versuchen, wenn Konrad dann überhaupt noch mit dabei ist. Will ich hier weiter eigentlich von Meilen beschützt werden? Also doch lieber irgendwie von Schachmann beispielsweise. Glaube ich an Meilen? Ich weiß. Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich sehe hier eher jetzt Schachmann. Ich will wirklich hier eher auf Nummer sicher gehen. Ich denke mal, Schachmann sollte bei dieser Passage noch keine Probleme haben. Und wieso fährt Vlasov wieder vor Schachmann? Leute. So, und jetzt kommt die, glaube ich, längste Passage.
die ich jetzt auch mal in einfacher Geschwindigkeit hier durchspiele. Lassus muss höheren Einsatz zeigen. Lasov. Oh, ist das ekelhaft. Die fahren an mir vorbei. Du heiliges bisschen. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. So, okay, wir sind noch dran, aber es hat. Also es war im Wackeln und es hat sehr viel Energie gekostet. Für Vlasov. Und ich würde mal behaupten, so ein Pogacar ist dagegen relativ entspannt. Ja, das ist ja auch noch mit ganz vorne, aber Roglic, ja, genau das gleiche. Wie wir. Mit Vlasov. Und gleich kommt halt eben schon die nächste Passage. Und ich würde sagen, jetzt kommt halt, hol mal Wasser. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob die Bot dann wieder rechtzeitig da ist und so. Aber ich probiere es. Ja. Yeah. Ich muss 85 gehen, so. Ich kann jetzt nicht mit 90 hier weiter so durchziehen. Er ist schon mal vor Roglic. Das ist keine schlechte Position unbedingt. Aber ich weiß nicht, ob Konrad das halt jetzt schafft. Boah, ist das anstrengend. Roglic fährt vor. Ich sag, man muss sich halt zurückhalten. Blockt auch noch ein paar Fahrer und die Lücken könnten dadurch natürlich klaffen, aber nicht das, was ich eigentlich will. Wir sind noch mit dabei. Aber guckt euch die Energie von Vlasov an. Guckt euch die von Konrad an. Das war es vielleicht nicht. ja, ich probiere es nochmal mit Meilen. Vielleicht funktioniert das. Ich glaube, ich bleibe auch noch bei Schachmann. Schachmann sieht hier ziemlich komfortabel aus. Es geht gleich halt schon direkt in die nächste. Nee, sorry, das war falsch. In die nächste Kopfsteinpflaster-Passage. Wirklich, wirklich gar nicht so einfach. Gerade eben, wenn du hier so einen Vlasov beispielsweise durchbringen willst. Boah. Ich meine, wie hoch muss ich den stellen, damit der da dran bleibt? Weißt du, was ich meine? Braucht der jetzt hier 95er Wert oder? Wie sieht's aus? Ja, aber wir bleiben noch zusammen in der Gruppe hier von 50 Fahrern. Oh, wobei da. Nee, doch, doch, alles gut, alles gut, alles gut. Und jetzt. Ja. Heißt es ein bisschen entspannen. Wir haben ein paar Kilometer, bis es wieder. Dann. Es ist wirklich nicht viel. Es bleibt nicht viel Zeit zum Entspannen. Ja, ich gehe mal eben auf die 75 wieder runter. Boah, ist das anstrengend. Also ich fühle richtig mit, falls ihr das merkt, ne? Also für mich ist es natürlich, also physisch jetzt nicht so anstrengend, aber ich empfinde es ein bisschen so. Malen kommt wieder mit dem Wasser nicht ganz durch, aber immerhin Vlasov hat das Wasser bekommen. Okay, jetzt kommt Malen durch. Das ist wichtig. Und es wird gar nicht mal mit so viel Energie hier gefahren, gerade über diese Kopfsteinpflaster-Passage. Der nächste Hügel sollte für einen Vlasov eben weniger das Problem darstellen. Und da bin ich auch mit Schachmann, glaube ich, gut dabei. Kann ich noch. Warte mal, kann ich auch das hier machen? Nee, das geht nicht. Ich habe gedacht, vielleicht, das könnte man irgendwie so doppelt protecten oder so, aber scheint nicht zu gehen. So, wir haben jetzt hier nochmal einmal diesen kurzen Hügel, aber da kann er ja fast schon wieder regenerieren. Das ist ja eher sein Terror, würde ich mal behaupten. 66 Leute auch in der Gruppe, also. Oh, aber da kommen Attacken. Pedersen und Gogel, der sie gestartet hat wahrscheinlich von Art, aber wir fahren alle wieder hinten dran. Ja, Vlasov echt nicht mehr viel Energie, aber es ist jetzt auch nur noch eine letzte Kopfsteinpflaster-Passage. Und die ist nicht die längste. Das könnten wir durchaus so zu Ende bringen. Ich versuche nochmal wieder weiter nach vorne zu fahren. Sicher ist sicher. Ich gehe erstmal auf 80. Ich will ja nicht direkt schon übertreiben. Und wahrscheinlich gleich muss ich höher gehen. Also auf die 80. Voilà. Hab ich gerade rausgetappt. Und jetzt gehe ich auf die 90. Also ich. Wie gesagt, Schachmann super noch dabei. Schachmann mache ich mir keine Sorgen. Wobei jetzt schon wieder hinter Platz. Diese Strecken sind einfach viel zu eng. Das ist das Ding. Aber sonst.
kam der auch als Helfer super klar. Und wir haben, was ich so halb predicted habe, wahrscheinlich eben den Etappensieg einer Ausreißergruppe. Mit noch 5 Fahrern von Fedorov, tatsächlich. Der ist irgendwie bisher immer mit dabei gewesen. De Wulf, ja klar. Mozzato, auch klar. Bodner, Bauer und. Das war schon. Küng hat versucht, jetzt hier nochmal Angriff zu setzen. Ich weiß nicht, ob der durchkommt damit. Ich gehe hier mal wieder auf die 80 runter und wir könnten halt mitsprinten, so, ne? So ist nicht. Wir könnten sogar mit Sam Bennett sprinten für Sprintpunkte. Ich guck mal, ob hier überhaupt Sprinter mit dabei sind, so Klepion und so. Ja, ist er. Sag mal, wollen wir das? Wollen wir das nicht? Ich glaube, ich gehe weiter Sagan. Aber ich bleibe auf die ganze Zeit. Ich kümmere mich nicht so sehr darum. Aber gehe mit Sam Bennett einfach hinter Sagans Hinterrad. Ich glaube, das ist in diesem Fall nicht das Schlechteste. Und ansonsten mache ich einfach mit einem Zug mit den Vieren hier. Van Poppel wird wahrscheinlich dann sprinten schlussendlich. Oder Pollet. Nee, ich glaube, ich mache es so. Vlasov. Will ich das? Vlasov ist halt jetzt schon. Es sind halt auch nur noch 4 Kilometer, deswegen ist es okay, glaube ich. Hinter Van Poppel. Hinter Pollet. Hinter Schachmann. 85. Bisschen mehr vielleicht. Kilometer. Ja, und das ist die Lücke. Deswegen. Naja. Prolet. Da vorne wird sich irgendwie gerade die Etappe entscheiden. Achso, oh nein. Jetzt habe ich von Poppel komplett vergessen. Und Prolet ist dann tatsächlich derjenige, der bei uns dann die beste Platzierung noch rausfährt. Was soll ich dazu sagen? Das sind so Pro Cycling Manager Momente. Aber das habe ich natürlich auch wieder komplett verschlafen. Auf der anderen Seite, ich habe mir von Anfang an keine Chancen ausgerechnet bei dieser Etappe. Ich wollte mit Vlasov halt durchkommen. Hat ziemlich viel Energie gekostet, würde ich behaupten. Aber wir sind immerhin dran geblieben und das ist wirklich das, was zählt. Wir kriegen noch ein paar Sprintpunkte. Peter Sagan war nicht das schlechteste Hinterrad auf dem 10. Also, ich glaube ja hier, Stefan Küng war da tatsächlich ausgerissen. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob ich das sehe. Ansonsten, ich weiß gerade nicht, wer halt dann von dem Feld jetzt den Sprint gewonnen hat, ob Küng eben dabei war oder ob es jetzt Van der Poel war. Wahrscheinlich eher Van der Poel. Das heißt dann, auf dem 4. wäre dann theoretisch Sagan von der Gruppe. Wir wären dann auf dem 2., wenn das tatsächlich stimmt. Und hier ist ein Bad immer noch auf dem 5., das ist nicht schlecht. Aber dadurch, dass er das Hinterrad von Peter Sagan eingenommen hat, Vlasov auf dem 18., auch nicht schlecht. Und ich würde mal sagen, wir können ein bisschen schneller hier das Ganze schalten. Ich fand Ergebnisse relativ interessant. Und wir gucken jetzt mal gleich leicht nach Lücken, aber da ist, glaube ich, nicht viel passiert tatsächlich. Ich glaube, es würde echt mehr Lücken geben. Ja, also König ist mit der Gruppe angekommen, aber vielleicht wurde auch im Sprint erst eingeholt. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Das war jetzt nicht so das, worauf ich mein Augenmerk gelegt habe. Wir haben 3 Fahrer direkt hintereinander. Auch nicht schlecht. Und dann erst hier beim 56. Fahrer im Ziel dann tatsächlich die Lücke. Wo auch Patrick Konrad mit dabei ist, interessant. Habe ich auch gar nicht so im Blick gehabt. Sonst glaube ich hier nicht so wirklich Leute von Gesamtklassement Adam Yates beispielsweise. Okay. Der hat schon ein bisschen was verloren, will ich es behaupten. Leonard Kemner, wie gesagt, nicht wirklich problematisch für mich. Und Roglic auf dem 1. weiterhin. Dann vor Van Aert wird nächste Etappe wahrscheinlich noch so bleiben, aber darauf die nicht mehr. Pogacar, Pedersen das gleiche wie Van Aert. Und dann kommt schon Schachmann, Wright, der wird auch nicht so lange sich da halten können wahrscheinlich. Und dann eben schon Vlasov, mein Klassementfahrer. Dann haben wir beispielsweise Enrique Maas und Damiano Caruso, den ein bisschen
auf den Fersen hocken. Jasper Philipsen wird natürlich auch wahrscheinlich schon nächste Etappe das nicht mehr halten können. Noch einige Sprinter mit dabei. 32 Punkte hinter Caleb Ewan, das ist gut. Wir haben gleich heute sogar noch aufgeholt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Sieht stark aus bisher. Kann mich absolut nicht beklagen. Ja, da ist nicht so viel zu und da ist auch, ja. Und wir sind Zweiter in der Teamwertung, 29 Sekunden hinter Quickstep. Das sieht sehr gut aus. Nächste Etappe haben wir die erste Hügelankunft. Oder, ja, ist das überhaupt ein Hügel? Also, es ist wirklich sehr kleiner Anstieg. Das ist schwierig. Ich finde sowas immer sehr schwierig zu fahren im Pro Cycling Manager. Deswegen gespannt. Wir haben die Fahrer dafür, auf jeden Fall. Aber es kann wirklich alles passieren. Wenn du einmal da abgeblockt wirst, dann ist eigentlich schon vorbei. Aber wenn du halt durchkommst, dann ist gut möglich, dass sie da morgen die Etappe gewinnen. Insofern, seid einfach gespannt und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und bye bye.